So, und willkommen zurück zu Let's Play Amnesia. Amnesia, hast du gesagt, wie es kennt. Diesmal wieder mit normalen Spielmusik, weil, naja, jetzt gehe ich jetzt in den Wasserpart rein, weil irgendwie komme ich mit dem ganzen Ding hier nicht klar. Ich kann das nicht runterwerfen. Und diesmal ist auch Roxas LP wieder da. Hallo. So, das Ding geht runter. Jetzt lass mal gleich ins Inventar gucken, was halt. So, das ist Schnittwunden, blaue Flecken. Ich habe kein bisschen Öl mehr, das ist auch sehr schön. Und ja. Echt, ist wirklich schön, ja. Ja, ja. Wohler, ne? Was? Da fühlt man sich gleich viel wohler. Oh ja. Achso, und du kommst da jetzt nicht hoch, ne? Doch, doch. Achso, ich meine. Nein, das brauche ich ja auch gar nicht. Du musst aber das andere Brückenteil da vorne, das muss ich runterholen und das kriege ich irgendwie nicht hin. Da ist nämlich dieser Hebel kaputt und so, und ich kann aus meinen Steinen runterwerfen. Zisterne. Warst du da schon drin? Nö, noch nicht. Er wartete, bis sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten. Aber es zeichneten sich weder Formen noch Konturen ab. Ach, da ist ja der liebe Alexander. Jo. Ach, hier. Ach ja. Hier kommen keine Monster, oder? Das sieht nicht mehr. Ja, das ist dieser Wasserteil, wo. Der hier. Jetzt bekommen wir ein Flashback. Was ist das für Quelle? Da. Okay. Die reden gerade. Ja, ach, das habe ich mir schon fast gedacht. Was ist jetzt der Teil, wo die Wassermengen konserviert werden, also halt das ganze Wasser vollgelaufen ist? Kannst du dich dran erinnern? Ach, jetzt komm schon! Hey, da ist ein Fisch! Hallo Fischi! Hallo! Blub, blub. Ich weiß nicht, ob man das mit der YouTube-Auflösung nachher erkennen kann, aber naja, da war ein Fisch. Ja, ich habe ihn auch nicht erkannt, aber das ist ja... Ich hätte irgendwas in der Kammer da. Gut gesprungen, so. Ja, ganz toll gemacht. Guck mal, da ist so eine Kammer und da höre ich irgendwelche Stimmen draus. Erinner dich doch! Ein schwaches Murmeln hallt durch die große Levelkammer. Hast du schon in die Kiste reingeguckt? Das ist jetzt. Aufgenommen Öl und Zünderbüchse. Erinner dich! Erinner dich! Ich tue es, ich versuche ja schon. Leidest du jetzt auch schon an Amnesie oder wie? Wer bist du? Was willst du von mir? Wow, was war das denn? Das hat Platsch gemacht. Ja, du, da liegt erstmal ein Zettel. Kanalisationswasser umleiten. Oh, okay. Ja, das musst du eh machen. Es besteht kein Zweifel daran, dass Alexander fest an das glaubt, was ich nur als Zauberei beschreiben kann. Ich bin nicht überrascht. Schon als ich durch Europa reiste, wusste ich, dass ich übernatürliche Kräfte brauchen würde, um meinen Verstand und mein Leben zu retten zu können. Auf diesem Gebiet bin ich ein völliger Neuling und werde alles tun, was in meiner Macht steht, um mich nicht täuschen zu lassen und mich nicht zu sehr von meinen Zweifeln leiten zu lassen. Alexander weckte mich früh und sagte mir, es wäre Zeit, mit der Arbeit zu beginnen. Er schien sich offensichtlich darüber zu freuen und wir gingen nach unten in den alten Kerker, wo er gewöhnlich seine Rituale durchführt. Na, keine Lust. Ja, muss er. Ich glaube, du musst jetzt hier erstmal drei von diesen. Okay. Umdrehen, ne? Ah, jetzt ist es dunkel. Okay, okay. Okay, okay, das hat jetzt irgendwas aufgeschrieben, ne? Ja, es, ne, vor allem. Es ist ja nur Daniel, aber, ne? Es. Ja, Maria. In der Zisterne befinden sich Ventile, die Wasser aus der Kanalisation ableiten. Ja, das muss jetzt. Naja, das brauchen wir, ne? Ich muss sagen. Drei Stück. Drei oder vier Stück waren's. Okay. Nicht, dass ich damit meinen Platschen jetzt irgendwelche Monster anlocke. Oder? Jetzt geh doch mal hoch hier. Okay. Nee, da lang bringt nichts. Ah, okay, das sind nur ein paar Kisten. Sag ich doch. Und ein Zylinder. Tja, da hast du es. Das hat doch was gebracht. Boah, ja. Yeah. Das verändert den ganzen Verlauf des Spiels. Die Zunderbüchse. Oh ja. So,
Sie sollte nicht zu verschwenderisch mit dem Öl umgehen. Ach ja, das war witzig. Da haben wir so einen schwarzen Brocken auf dem Boden gefunden. Der sah aus wie Scheiße. Ich wollte ihn hochheben und ist das Spiel abgestürzt. Echt? Okay, ich mach das lieber nicht. Schwarzer Brocken, der wie Scheiße aussah. Ja, den habe ich auch gehört. Hallo? Werf mal da oben gegen den. Warte mal. Und ich nehme da oben ist, glaube ich. Ach, jetzt nimmst du schon. Ach, jetzt nimmst du auf einmal auf, jetzt wo ich überhaupt nicht vorbereitet war. Da oben muss es, glaube ich, gegen das Ding werfen. Ah, ja. Oh, okay. Moment mal, nehme ich wirklich auf? Wollte ich nur mal kurz nachgucken. Jo, ich nehme auf. Ich habe mich nur gewundert, warum es so flüssig ist. So. So. Ein Brett. Der Kiste und schon wieder so ein Kanalisationswasser umleiten Ding. So, das könnt ihr alles lesen im Nachhinein. Ah, da ist Öl hinter. Cool. Öl. Kann ich wieder reinfüllen und jetzt umleiten. Nein, zunächst. Doch. Nein. So, jetzt kommen wieder ganz, ganz viel Boom und so. Verstörende Ereignisse und so. Ja, ganz tolle Musik. Ich habe immer noch glasklar, das ist schön. So, jetzt muss ich da noch so einen dritten Teil umleiten, hast du gesagt? Ja, irgendwo. Irgendwo. Im Nirgendwo. Noch geht's dir gut. Passiert in diesem Abschnitt was Schlimmes oder? Wie gesagt, keine Ahnung. Geh mal noch links von dir lang. Ich hab da irgend so ein Wow gehört. Und sie von so Viechern. Da unten, im Wasser. Oder was? Hallo, das war eine Frage. Ach, ich kenne einfach. Das war eine Frage, ja. Tschüss. Ah, jetzt sind natürlich tolle Rohre. Soll ich die berühren oder nicht? Au, nein, soll ich nicht. Ah, scheiße. Laudanum. Okay, und jetzt noch das hier. Und dann habe ich es geschafft, oder wie? Vielleicht gab es noch ein viertes, ich weiß es nicht. Okay, ich hatte es jetzt umgeleitet anscheinend. Ich glaube, das war noch nicht mal das Richtige. Es war, glaube ich, bloß um da das Gas abzustellen. Ah ja, jetzt zischt das auch nicht mehr. Ach, hier ist das letzte Ding, denke ich. Ja, was du wieder denkst. Jo. So. Da. Irgendein Ritual von Alexander der wieder kommt. Und so. Was? Was? Was hast du gesagt? Da hier war ich schon, oder? Entdeckung. Was? Nein. Ich da? Oh, ich hab's geschafft. Autsch. Ach du Scheiße. Das scheint irgendwas zu verrecken oder so. Und ich habe wieder ein paar Schmerzen. Glaubst du, ich kann jetzt die Brücke hier zu machen? Und so nach diesen Dingern hier jetzt, oder? I don't know. Know. I don't know. Okay. Oh, I don't knopf. Auf jeden Fall müsste da, wo du den einen Hebel gedrückt hast, noch ein anderer Hebel sein. Ja, aber die funktioniert ja nicht, ne? Das ist ja das Problem. Jetzt müsste er gehen eigentlich. Und ich weiß es nicht mehr. Nein, da tut sich rein gar nichts. Wenn du den anderen mal wieder hoch machst. Ja, dann geht das andere nur auch wieder hoch, ne? Das bringt ja letztendlich auch nichts. Ja, dann probier einfach mal, wenn. Es geht ja wegen dem Wasser. Probier einfach den runter zu machen, dann den anderen runter. Den hoch, den anderen runter. Meinst du wirklich? Ist ja alles. Ja, keine Ahnung. Okay. Ich spekuliere nur. Also, ich weiß nicht, was das Wasser jetzt mit diesen komischen Ketten da oben zu tun haben soll und so, aber. Wenn du meinst. Probieren geht über Studieren. Okay.
Und dann nach unten. Oder auch nicht. Ja, Moment. Müsstest du oben. Ja, ich hole mal ein paar Steine für, was weiß ich. So. Stein. Noch ein Stein. Du. Wo hast du eigentlich das Ding geworfen an der Kette, als du es gespielt hast? Also Steine hast du doch geworfen, oder? Bei der Zisterne? Ja. Ja, ja, und wo hast du die geworfen? Das kommt erst noch. Das kommt erst noch. Also ich bin ja in der Zisterne, ne? Ich muss ja irgendwas tun, damit das Ding untergeht. Also daher würde ich mal sagen, ne? Ja, aber du musst erst das zur Hälfte runter oder halt runterbringen, dann bleibst du stecken, dann kannst du die Steine drauf werfen. Ja, das Problem ist, das geht dann gar nicht runter. What shall we do? With the drunken sailor, keine Ahnung. Glaubst du, ich soll in den Steuerraum wieder was machen oder so? Ja, geh mal in den Steuerraum. Ich habe da eigentlich alles gemacht. Der rote Fleck erschien plötzlich an den Wänden, als würden sie bluten. Sie schrien voller Angst, als das Spektakel begann, um den blauen Schimmer zu löschen. Okay. Ja, und was hier jetzt? Ich habe da jetzt alles gemacht. Ich bin da im rechten Raum gegangen. Da ist alles eingestellt. Ja, auch im linken Raum und so. Was würdest du mir garten? Hä? Warum ist das wieder unten? Ich fühle mich verarscht. Sei mal kurz ruhig. Ich muss das abtasten. Ah! Läuft das jetzt? Hast du doch noch nicht alles gemacht. Ja, das ist nur, weil ich habe das vorhin alles eingestellt und dann ging das auch anscheinend. Naja, egal. Ich habe jetzt diesen blauen Haar bekommen und ja, mein geistiger Zustand ist den blauen Haar. Waste up. Den blauen Haar. Okay, jetzt lass mal probieren. Jetzt müsste der Bau. Ahaha. Jetzt geht das. Ich glaube, das mal zur Hälfte stecken. Genau, jetzt müsste das. Und jetzt ist eine. Wow, scheiße, ich bin fast runtergefallen. Ich sehe den Brillen und die Knochen, ist egal. Patrick and SpongeBob, Patrick and SpongeBob. Was? Vielleicht so, oder? Nee, ich weiß einfach da. Nein, aufwerfen. Mhm. Zum Beschweren. So. Also nicht zum Sperren im Sinne. Hey, du bist doch so scheiße. Ah, ja. Ja. Gewicht her und so. Ja, ja. Und ich muss es von hier aus werfen können, oder? Ja. Einfach drauf. So wie du sie gerade da hochgeholt hast. Ah. So ein kleines Steinchen bringt so viel. Und jetzt geht's ab in die Leichenhalle. Ah, ja, ja. Kommt da sofort ein Monster oder erst später? Sag mal. Nein, ich sag nichts. Wieso? Ich hab eh schon genug gespoilert. Oh Mann. Ja. Du bist doch der Spoiler-Mensch. Toll, wenn du mich nur ausnützt zum Spoilern. Oh, Moment. Kann ich Flashback. Gehen. Flashback. Who? The Shadow. Is he? Ruhe finden und so. Yes. Just down the corridor to the morgue. Are there more dead men there? Ah, well, Daniel. You've done the right thing, you know. Okay, nerven diese Flashbacks richtig. Ich fand den Kerker richtig gruselig, wenn dann immer die ganzen Gefangenen immer geschrien. Oh ja. Du weißt ja nicht, wie ich gruselig das fanden tun. Toten tun. Und ich wurde angeschrien. Und ich wurde angeschrieben. Und wurde angeschrieben. Sag mal kurz ruhig. Und ich wurde angeschrieben. Das ist nicht lustig. Ich find's zum Todler. Okay, hier sind ganz viele Knochen und so.
Why are dead? Who am I? What's happening here? Hello, can somebody help? So, sind jetzt die Flashbacks fertig, dankeschön. Also hier sind ganz viele Skelette und Kakerlaken. Kakerlakes. So unterm Schrank lag. Oh Gott, noch ein Flashback. It's 2 3 days. It's crazy. Oh, Laudanum. Und ein Rohr. Ja, schön. Das Mann, der stirbt und irgendwen anbetet und so, aber es interessiert mich nicht gerade wirklich. Laudanum! Und da ist ein komisches Ding. Kopf von der Score. Ja, das wirst du noch brauchen. Der feine Kopf von Rohr aus der Leichenhalle sieht aus wie ein Teil eines chirurgischen Werkzeugs. Oh, schön. Da darf ich Chirurg spielen, oder was? So in etwa. Okay. Da müsste eigentlich noch einen zweiten Weg gehen. Gibt's auch. Warum wird's dunkler? Hallo? Damit du was tust. Ja, hier bist du. Okay. Ach du Schande. War hier irgendwie Gangbang oder so? Das haben wir auch gedacht, als wir es gespielt haben. Okay. Aber anscheinend sind das alles Männer. Anscheinend sind das alle Männer, also. Big Gay Party, du hast schon. Okay. Ja, ein Penis. Anscheinend ist hier nicht viel, oder? Pringles, ja, da gab's noch einen anderen. Jo, geh ich auch gleich. Ah, noch mehr. Wow, die haben es in der Dusche getrieben. Ganz schmutzig. Ah ja, zwei in einem. Ah ne, ist ja schon schmutzig. So, noch ein paar Notizen. So. Tinder. Ach, die hätte... Tinder reicht ein... I found a Tinder box. Hello, Mr. Deadman. Do you hear me? Have you changed your mind? Oh, es ist mein Öl. Oh Gott. Okay, machen wir das mal an. Sonst ist hier nichts in diesem Raum, oder? Oh doch, ich habe den Schreibtisch nicht untersucht. So. Hui! Ich fürchte dich vor. Ich fürchte um Daniel. Okay. Keine Lust. Blöd, Mann. Ja. Yeah. I found a Tinder. Laudanum. Ist niemals schlecht. Und Zettel. Noch ein paar Notizen. Den würde ich lesen. Wieso? Ach, okay. Der Impfstoff, der es meinen Männern ermöglicht, eine Pille zur solchen Kanalisation. Ah, da muss ich hin, oder? Die Spritze kämpfen Blut ist ja lange genug als Schutzschild, um die Kanalisation ohne Infektionsrisiko zu durchqueren. Das genügt zum Gefangenentransport. Okay. Soll ich vielleicht irgendwas hiermit anfangen? Wegen Chirurg und so? Der Körper ist immer noch in der Totenstarre und kann nicht älter als einen Tag sein. Ich sag nur Bohrer, Nadelspitze und Rohr. Nadelspitze ist okay. So, Mr. Leiche. Today I'm gonna drill your penis. genau nicht. Okay. Das hat meiner geistigen Psyche ein bisschen schwer getan, glaube ich. Wurde bestätigt und kann nicht mehr verwendet werden. Ach komm, Du machst doch alles kaputt, ey. Chirurgische Nagel? Etwas fehlt. Kopf für das Rohr. Aha, Spritze.
Jetzt musst du dich stechen lassen. Ah, ist gut. Ja, hast du ja schon. Das ist ja gut. Also ich habe mich jetzt infiziert, oder wie? Jetzt kannst du durch die giftige, giftverseuchte Infektion latschen. Wow! Haha! Kann ich irgendwie nicht, nee. Scheiße, da kommt ein Monster. Jetzt nicht! Sei mal ruhig, sei mal ruhig. Hallo, Monster! Ich glaube, das ist das zweite... Ich glaube, das ist das zweite Monster. Das auf einen Schlag tötet, glaube ich, oder? Wenn er so ein ganz tiefes Grün hat, oder? Ich denke schon. Ich soll zumindest mal mein Fenster zumachen, sonst hört man mich hier rumschreien. So. Oh, scheiße. Ich muss eigentlich inzwischen wieder rausgehen können. Noch nicht, da kommt ja immer noch dieses dumm, dumm, dumm Musik. Ja, das heißt nur, dass er gerade... Es kann auch sein, dass er gerade am Weglatschen ist. Ich höre das Monster an sich auch nicht mehr. Oh, doch, doch. Der grünt immer noch rum. Okay, Punkt, Punkt, Punkt. Die Stelle, wo du an ihm vorbeirennen musst. Punkt, Punkt, Punkt. Nein, danke. Darauf habe ich keine Lust. Ja, dann... Dann das ganze Let's Play pausieren, wenn du nicht weiter spielst. Hier, hier, hier. Nee, nicht witzig. Doch, wenn du nicht weiter spielen willst. Jetzt geh einfach weiter, Mensch. Oh nein, ich warte, bis die Musik weg ist. Doch, you get it, lol. Ja, ich weiß, und ich hab Axel im Spiel. Schaffst das schon? Nein. Ne, der hat nicht. Tschüss. Blum? Skype hat aufgelegt. Okay, jetzt ist die Musik weg. Du bist ja voll der Langeweile. Lass mich doch. Das Spiel ist viel witziger, einfach so, dass Monster noch ein bisschen betrachten kann, dann vorwegrennen. Ich will es nicht betrachten. Nein! Dennis, tschüss, ich bin weg, anders. Ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg. I'm going away, I'm running away, I'm away! Und tschüss. Sag mal, wie spät ist es eigentlich? Eigentlich? Wie spät? Wie spät? Halb sieben! Halb sieben! Ich glaube, da kann ich ja auch einen Cut machen, oder? Wenn du meinst. Ja, jetzt geh mal nicht durch, Daniel, ey. Daniel! Du bist in der schönen, hellen Zisterne. Schau in das Licht, vielleicht geht's dir besser. Daniel. Ja. Naja, ich würde mal sagen... Jetzt geh mal runter, ja. Ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss. Jo, ciao. Tschüss!